Hey Leute, willkommen zum zweiten Part von Super Mario Sunshine 64, sag ich jetzt mal. Im letzten Part haben wir ein paar Level erkundet, geskillt, gefailt, naja, gefällt weniger. Sagen wir, ich war ein bisschen tollpatschig. Und wegen dem Rauschen, das wird zwar noch da sein, aber ich werde mal nach dem Video versuchen oder bearbeiten, mal gucken, ob ich das irgendwie ein bisschen regeln kann, sonst nervt das nur. Wir werden in den Bom-Bom-Hügel gehen, nenne ich jetzt mal. Ja. Ja, gut gemacht, Mario. Und ja, ein bisschen reden. Bom-Boms Bombenberg, ich vergesse den Namen immer. Finde die 8 roten Coins. Solche Missionen sind eigentlich immer scheiße, aber ich habe gerade mal voll Bock auf so eine. Falls die Musik leise ist im Hintergrund, dann tut es mir echt leid. Aber ja. Da hinten ist schon eine. Oh, fast ein perfekter Flug. Na, 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 na. Die Musik ist sehr schön. Es gibt zwar nicht viele Tracks hier, aber immerhin sind die alle schön. Schmutzbombe. Whee! Und ich habe mal richtig Bock wieder auf Mario 64 mit diesem schönen Texture Pack. Jo. Und die geilen Goombas mit den Unterhosen oder Badehosen oder was weiß ich. Ich habe wieder richtig Bock. Auch wenn ich hier gerade Scheiße baue. Okay. Ui, ich dachte, der greift mich jetzt an. So. Drei Stück haben wir schon mal. Zwei gibt's hier noch. Ja, geil. Man sollte niemals voreilig sein, Leute. Aber ich habe einen Trick. Oder ich bin wieder zu blöd für den Wandsprung. Geht doch. Danke, Mario. So, na, chillt ihr euer Leben? Ich auch. Wisst ihr, was ich mich frage? In diesen Schneeleveln, das ist jetzt eine Sunshine-Edition. Haben die dann da immer noch Schnee oder haben die das so irgendwie gemacht, dass es aussieht wie Sand? Denn das würde mich echt interessieren. Das werden wir wahrscheinlich noch in diesem Part erfahren. So, da hinten ist auch eine, die holt man sich am leichtesten mit der Kanone. Kein Bock, da hochzulaufen. Denn wir wollen ja heute auch vorankommen. Ja, ich würde mal sagen, so ungefähr. Komm. Fuck. Fuck. Das war knapp. Mist. Machen wir nichts draus. Versuchen wir es nochmal. Oh, ich wollte dich doch gar nicht. Geh weg. Juhu. Und ja, Steuerung geht langsam wieder. Wie gesagt, ich muss halt noch mehr reinkommen. Controller und so. So, das ist aber der schöne Scheiße. Komm, holen dir. Hol sie trotzdem irgendwie. Oh, gut gemacht, Mario. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo noch einer war. Oh ja, genau. Oh, knapp. Gerade noch so den Arsch gerettet. Ich springe jetzt extra hier runter, damit ich in die andere Kanone kann. Denn auf der einsamen Insel ist noch eine. Ich nenne jetzt mal einsame Insel. Die chillen ihr Leben. Ich finde das echt geil, dass sie dem eine Hose gegeben haben. Echt nice. Jo, auf jeden Fall, da oben ist er. Haben wir im ersten Part geholt, aber ziemlich ungewollt. Ich wollte nur auf den Baum. So wie jetzt. 7. Wo ist die 8? Kann man das sehen? Nö. Keine Ahnung. Oder? Ah ja, okay, ich weiß, doch, doch, doch. Jetzt weiß ich's doch. Das müsste irgendwo hier sein. Ja, toller Sprung. Oh, scheiße. Rutschparty. Auf den Kettenhund habe ich die habe ich nicht geholt, oder? Doch. Hä? Böser Hund. Ach nee, Quatsch, ja doch. So, ich mache jetzt mal einen kleinen Glitch. Komm mal mit. Komm, komm, Matschbombe. Hä, seid ihr dumm? So geht doch. Eigentlich kann man da durch, aber ich bin gerade mal zu blöd dafür. Bist du cool? Du cool bist. Eieiei. Mann, warum geht das denn nie? Mach ich's halt anders da. Boah, das war jetzt irgendwie überhaupt nicht gewollt. Ungewollter Skill.
Und der ist voll aggressiv. Wie bei Sunshine. So, genug Zeit hier vertrödelt mit den 5 Minuten. Hier unten ist die letzte. Ich sehe gerade nichts. Ein One-Up. Und ein goldener Star. Wunderschön. Toll tust du dir weh, Mario. Wirklich bezaubernd wie eine Prinzessin. Genau auf meinen Kopf, genau. War ja klar. Yeah. Ja, komm. Hä? Hä, verstehe ich nicht. Dreimal in den Stern reingesprungen. Oder es war nur optische Täuschung. Keine Ahnung. So. Das war's auch erstmal mit dem Level. Jetzt gehen wir neue Level erkunden. Weil ich jetzt so gespannt bin, was ich ja gesagt habe mit dem einen Schneelevel, was ich habe keine Ahnung, wie das heißt, Sorbertland oder so. Wie gesagt, ich bin nicht mehr so auf dem neuesten Stand. Aber es gab hier 3 Sterne, also brauchte man. Lasst euch hiervon nicht irritieren, dass in der Mitte ist das Originalbild. Auch wenn die alle gleich aussehen. Ach nee, Biber, Bock, Bock, genau, Bob hieß es. Rutsch auf der Eisbahn. Okay, da hat sich doch nichts geändert. Nee, warte mal. An einigen Stellen herrscht extreme Rutschgefahr. Sie am besten zuerst im Schornstein nach dem Rechten. Danke. Ey, Leute, das sieht geil aus. Hier, guck mal, so ein Paper Mario Baum. Oh, guck mal, wird sogar größer. Okay, das ist Sale. Das ist Sale. Aber sonst gefällt mir das. Background können die irgendwie anscheinend nicht so gut, aber schöne Texturen. Hat auch irgendwie was Altmodisches. Oh, hier, guckt euch die Wände an. Richtig cool. Rutschen wir mal. Boah, die Rutschbahn sieht richtig geil aus. Dafür einen großen Lob. Geile Rutschbahn. Das sieht aus wie richtiges schönes Eis. Naja. Ich könnte auch voll oft abkürzen oder hier durch die Wand. Denn wir haben ja, wir wollen jetzt ja, wir wollen ja vorankommen. Außerdem müssen wir eh gleich gegen so einen Pinguin rutschen. Da können wir auch ruhig den Kopf gegen die Wand knallen. Nee, Spaß. So, jetzt nicht wundern, der Stern ist nämlich draußen. Da glitzert er. Okay, Background haben die echt verkackt, aber es sieht schön aus, der Schwarze. Der Pinguin wird auch noch wichtig. Oh, hier rutscht man. Da freut sich Mario. Nicht wundern, wenn ich mich komisch anhöre. Wir haben schon 2 Uhr nachts. Und hab halt Bock auf Let's Play für meine Freunde im Internet. Jetzt nicht wundern, ihr seid alle meine Freunde. Auf jeden Fall die, die nett sind. Finde das Pinguin-Baby. Okay. Ja, die Mutter ist jetzt wichtig, die sucht ihr Baby. Das Geilste ist, es gibt 2 Babys und bei dem einen sagt die, ey, das ist nicht mein Kind, das ist eine Biebgeburt oder so. Ich wollte jetzt nicht schimpfen. Freakouts werden wir noch oft erleben in den Jahren. Oh, Scheiße. Ich habe ja in einem Majora's Mask Pack gesagt, warum ich nicht so oft Videos hochladen kann, da habe ich es immer nicht gesagt. Keine Ahnung, ich habe irgendwie ein Kurzzeitgedächtnis. Egal, ich sage jetzt auf jeden Fall das Hauptthema. Guckt euch den Schneemann an, was ist das denn für einer? Ja, ich wollte jetzt schon wieder das Thema wechseln, aber das sieht echt scheiße aus. Ohne Mist, was soll denn das sein? Halb Sand, halb Schnee oder was? Ja, nee, ist klar. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe scheiß Internet. Ich habe richtig scheiß Internet und ich wohne in so einem dummen Haus, was nur einen Anbieter hat und das ist natürlich Telekom und das wollen wir einfach nicht. Zumindest ich nicht. Jetzt komm mal her. Hier. Mensch, Mario, das ist mein Baby. Wie kann es sein, dass du. Wie kann ich dir dafür danken? Oh, ich weiß, ich fand neulich diesen Stern und ja, ich nehm ihn einfach als Dankbarkeit. Und lass mein Baby da. Wenn du es jetzt irgendwie aus dem Rand wirfst oder so, werde ich sauer. Echt? Wollen wir mal testen? Ist ja okay. Ja, auf jeden Fall, ich habe richtig kacke Internet. Ja, das kotzt mich an. Genau wie mit dem Rauschen, was ich immer habe, oder? Ja.
Ich habe halt noch kein richtig gutes Mikrofon. Ich benutze das von meiner Lappycam. Und da kommt halt immer wieder dieses Rauschen. Jo, das ist scheiße. Besiege den schnellen Pinguin, machen wir. Wie gesagt, jeder fängt mal scheiße klein an. Ich bin ja noch so in der Phase. Das sieht man, glaube ich, auch an den Thumbnails. Ich bin nicht so gut da drin. Ich weiß nämlich nicht so, wie die Leute das so gut hinkriegen, ohne Mist. Hallo Mario, du siehst aus, als wolltest du mich gerade fragen, ob wir ein Wettrennen machen sollten. Und ich sage, na klar, es ist zwar noch niemandem gelungen, mich den Schlitterkönig aller Klassen zu besiegen. Aber du kannst es ja einmal versuchen, wie steht's? Na klar. Pizza, Pizza. Klempner Party. Was auch immer ich da gerade gelabert habe. Mario sprach er halt. Oh, Scheiße. Nicht darunter. Ich hätte auch eine geile Abkürzung nehmen sollen, ohne dass der Pinguin mich dann annervt. Er heult nämlich immer rum. Der merkt auch manchmal, wenn wir, sagen wir es mal so, abkürzen. In Anführungszeichen. Ach du Scheiße, ist der schnell. Der ist ja viel schneller als auf dem Original irgendwie. Ach, los, überholen. Oh. Nice gemacht, Mario. Oh, chill. Gut, jetzt ist bestimmt ein Gehirnerschütterung da rum. Geht's dir gut? Oh, Alter, was geht? Oh, da bist du ja. Oh, boah, warte mal kurz. Oh, Aspirin. Du hast mich geschlagen. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist doch der größte Schlittermeister, den ich kenne. Eine Goldmedaille kann ich dir nicht überreichen, aber dafür den Power stellen. Du hast ihn verdient. Ja, danke schön. Und ich hoffe, die Kopfschmerzen gehen weg. Ja, das wird schon irgendwie. Das freut mich. Tschüss. Grüß Peach von mir. Ja, Bowser hat sie, weißt du doch. Oh. Ja. Bowser, ey, du. Ich weiß, was in deinem Kopf vorgeht, warum du als Peach haben willst. Oh, 70 Münzen, ey. Wir hätten fast den Münzstern gekriegt. Ab 100 Münzen pro Welt kriegt man immer einen Stern. Vielleicht wäre es auch auf 100% LP. Ich weiß es noch nicht. Bin mir nicht sicher. So, weiter geht's. Hey Mario. Ja, was geht? Ja, komm, mach. Gut gemacht. Jetzt bin ich sehr stolz auf dich, Mario. 10 Sterne haben wir schon. Wir könnten schon, den ersten Schalterplatz aktivieren. Wollen wir mal. Hallo. Wow, was war das denn? Wow. Herzlich willkommen. In diesem Kurs kannst du den roten Schalter entdecken. Löst du ihn aus, kannst du in anderen roten Blöcken Federkappen finden, mit denen du in der Luft fliegen kannst. Nun nutze einen Dreisprung und den Flug zu starten. Die Kontrolle wie bei einem Flugzeug. Ja, genau. Ja, das ist wirklich so. Und würde ich jetzt 100% spielen, müsste ich jetzt hier die Rotcoins sammeln. Okay, ich versuch's mal. Aber der Background ist irgendwie scheiße. Aber es gibt auch gute Sachen hier, das habe ich ja gesagt. Hey, gab's denn noch eine oben? Ja, genau da. Die müssten wir noch kriegen. Dann können wir eigentlich alle holen. Super. Okay. Mal gucken, wie das so läuft, das Let's Play. Oh, das läuft sehr gut sogar. Lässt sich gut fliegen, der Mario. Boah, Mario, ich bin stolz auf dich. Ohne Mist. Das hast du sehr toll gemacht. Auch, dass ich jetzt mal nachts aufnehme. Stolzer könnte ich nicht sein. Jetzt noch den. Fast. Fast aktiviert. Boah, die Burg sieht auch mega geil aus. Jo, jetzt haben wir den. Jetzt haben wir das aktiviert. Jetzt haben wir in verschiedenen Leveln. Dings. Federkappen. Dann halt rückwärts, Alter. Aber die Burg? Nice. Nice Arbeit. Muss ich schon sagen. So, ein geheimer Stern des Schlosses. Holen wir gleich noch einen davon. Schön abwechslungsreich, schön Abwechslung hier reinbringen. Wir machen jetzt die Peach-Rutsche, die man übrigens zweimal machen muss. Aber einmal geht es um Schnelligkeit und einmal nur einmal halt rutschen. Es gibt nur ein Problem. Ja, die andere geht halt auf Zeit, so 20 Minuten und. Warte. Kurzer Cut, Leute. Ich habe gerade einen Fehler entdeckt.
Da bin ich auch wieder, ey, guckt euch dieses epische Bild an, ey, von Yoshi Island. Feier ich ja jetzt mega ab. Richtig cool. Gefällt mir. Das hier ist die Rutsche, hier haben sie anscheinend nicht so viel verändert. Aber ist mir recht. Hier gibt es auch einen geilen Trick, aber den kann ich nicht. Also mache ich ihn erst recht auch gar nicht. Dieser Staub, der von Mario rauskommt, der hat irgendwie schon was Geiles. Den finde ich richtig geil. One-Up. Geil. Ich habe mal in den Kommentaren gelesen. Ja, einer hat mir einen Kommentar geschrieben. Das ist noch am Anfang bei uns und das ist noch richtig cool. Der Boden, den mag ich auch. Oh, ein One-Up. Danke. Der hat so geschrieben, falls ich das jetzt sage, ja, aber auf jeden Fall hat meiner geschrieben, hey, ihr macht gute Videos, das Rauschen ist halt kacke, ja, wie gesagt, ich versuche halt was dagegen was zu unternehmen. Ich habe gesagt, aber sonst werdet ihr die Besten oder so. Ich finde das ein bisschen übertrieben, aber auch irgendwie richtig rührend. Da merke ich mir, ah, da gibt es jemanden, der weiß, das zu schätzen, aber ich mache es ja, ich mache es gern für euch. Ich bin ja auch ein Zocker und wünschte, ich könnte das auch als Beruf machen, aber ich glaube, da muss ich erst, ja, besser werden. Zocken kann ich ja eh gut. Und da bin ich auch stolz drüber. Und wenn man als Kind als von Mario groß wird oder andere Nintendo spielen, dann ist man halt ins Gelände. Wumms, Wuchtwahl. Finde die 8 Rundenmünzen. Jo, kein Ding. Ich wollte eigentlich zu Bowser. Tut mir leid, habe ich jetzt vergessen. Machen wir schnell die 8 Rundenmünzen. Und da ich ja eh die Map hier mag. Die wurde ja bei Mario Galaxy 2 geremaked. Richtig geil gemacht worden. Ja, jetzt kommt mein Skill wieder. Man merkt's richtig. Ich finde das richtig geil. Gut gemacht, Mario. Die 8 Rotmünzen sind nicht so schwer hier. Ist ja noch das Anfangsmodul. Oh. Geh da hoch. Und dann auf den drauf. Geil. Scheiße. Nein. Kein unnötiger Tod, bitte. Jetzt bin ich sauer. Da. Oh, habt ihr das gesehen, Leute? Ungewollter Skill mal wieder hier. Okay. Ja, auf jeden Fall, danke für das Kommentar. Das Kommentar? Keine Ahnung, ob das richtig war. Und ja. Oh, was? Mein Controller spinnt. Und ich hoffe, du wirst. Also, ihr alle habt noch viel Spaß auf dem Kanal. Und alle, die neu sind, wie gesagt, herzlich willkommen. Boah, gegenseitiger Tod. Und ich wünsche euch halt viel Spaß. In Zukunft werde ich auch viel mehr machen, wenn ich geileres Internet habe. Vielleicht ziehen wir ja um, das wäre noch geiler. Ja, weniger reden, mehr konzentrieren. Nee, Spaß. Bei einem Let's Play muss man ja kommentieren, zum Glück. Jetzt fühlt man sich ein bisschen einsam. Hey du, Bombe. Kannst mich doch da hochbringen, ne? Nee, warte mal, ich kann mich selbst da hochbringen. Ihr kennt mich, Leute. Ich liebe sowas. Falls ihr mich nicht kennt, jetzt wisst ihr es. Ich mag solche Tricks. Das war jetzt hier so an den Strich hier, würde ich sagen. Genau. Das One-Up will euch nur verarschen, dass wir euch nicht so runterfallen zwingen. Oh Gott. Oh Gott. Schlau rein. Ich könnte jetzt auch was Dummes versuchen. Das mache ich jetzt auch. Oh. Hat geklappt. Die will ich zum Sterben bringen. Geil. So, hier kann man auch cheaten. In Anführungszeichen. Ey, nein. Auf. Hör auf damit. Man kann ja auch so einen Dreisprung ausführen, da kommt man ja auch hoch. Ich versuche das jetzt gerade, ne? Nee, ich bin zu bescheuert. Und ich habe jetzt keinen Bock zu sterben. Mann, da rutscht man immer so sehr. Oh, gut gekillt. Boah, dieser Weg ist immer so gefährlich. Ja, genau. Okay, versuch es halt noch anders da. Ich habe ja noch eine Kanone zur Auswahl. Dieser pinke Boden, ich weiß nicht, was das darstellen soll, aber ich finde den auch ganz cool. Die Bombe glänzt so geil. Jo, so ungefähr. Oh Gott, nicht so. Oh, nice. Perfekt auf das Ding gelandet. Richtig geil. Aber ich glaube, ich muss hier gar nicht hoch. Ne, muss ich auch nicht. Also lass mich wieder runter. Ich wusste früher nie, dass man das hier runterschlagen kann. Was ich erst seit kurzem, ich habe das immer anders da geholt mit Skill. Aber ich benutze sie nicht. Seems legit. Ich mache das immer auf meiner Weise. Oh, nice. Ausgewichen. Och.
muss immer so unterschätzen, was kann der hier und was kann der bei Sunshine oder bei Galaxy. Ich wollte nämlich gerade einen Sprung machen, den hätte er bei Sunshine geschafft, aber hier wahrscheinlich nicht. Yeah, rutschen. Yeah. Läuft richtig gut bei uns. Keine Sorge, auch wenn wir schon bei 20 Minuten sind. Ich mache Bowsers Schluss noch als Abschied. Nur für euch. Weil ich euch gerne habe. Wie gesagt, 8 rote Münzen erfüllt, gute Coins gesammelt, läuft. Es gibt halt Leute, die zocken, also die 100% spielen, die machen das ja manchmal so, die machen erstmal so das erste Level 100%, dann das nächste und das nächste, immer so weiter. Wie man es nimmt, entweder man macht so oder man macht so wie ich hier gerade. Einfach mal so, immer so abwechslungsreich zu geben. Also Abwechslung zu geben. Das wäre richtig cool. Ja, hier ist der erste Bowser. Alter. Das ist ja krass, das Bild. Eigentlich wäre da ein Peach-Bild, und das sollte eine Verarschung sein. Ich wusste, dass du mir in die Falle gehen würdest. Du solltest öfter auf deine ulkigen Füße schauen. Ja, Bowser, und du solltest mir auf deine Hobbys schauen. Ich versuche ja auch mal die 8 roten Münzen zu sammeln. Also zocke ich das schon leicht auf 100% und ich bin tot. Scheiße. Aber ich weiß gar nicht, was dieses Bowser-Bild so darstellen soll. Und was soll dieser Schatten sein? Soll das Peach sein oder wie? Der bedroht die oder was? Ja, ich bedrohe sie. Ey, du Arsch. Immer bedroht die Prinzessin. Auch wenn die unnötig sich entführen lässt. Ja, ich muss mich da beeilen. Es geht nämlich so scheiße auf Zeit. Nein, nein, nein. Gut gemacht, Mario. Long Jump. Seitwärtssprung. Hecht. Fuck. Mach Gas, gib Gas. Gott. Nice. Gut gemacht, Mario. Ja, Mario sollte man öfters loben. Dann verstehen wir uns besser, habe ich gerade gemerkt. So. Ach, darauf einfach scheißen. Einfach rüber, dann hoch. So. Eigentlich wollte ich das Display noch lange nicht starten. Aber jetzt habe ich Bock drauf. Fuck. Boah, diese Musik. Das ist einer der geilsten Castle-Musiks. Ey, hier gibt's aber nichts zum Chillen. Ich glaube, es hackt. Hier wäre noch ein schönes One-Up. Bam. Woo. Das verarscht uns eh, hab ich keinen Bock drauf, es aufzuheben. Ich hab Besseres zu tun. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich alle roten Münzen mitgesammelt hab. Ach, doch, bestimmt, ja, sieht so aus. Sparkies. Geben einen Elektroschock und man ist für kurze Zeit down. Aber es pausiert, glaube ich, dann das Spiel für kurze Zeit. Schöne Münzen. Oh Gott. Na, ich bin so scheiße dumm. Gibst du, das war unnötig. Ich schieb das jetzt auch nicht auf den Controller oder so. Ich bin irgendwie nervös, daran liegt. Du bist so schlecht. Warte nur ab, Bowser. Wenn ich gleich da oben bin, versuche ich dir deinen Hintern. Zieh ich dich mal richtig. Nein. Ja, hier am Anfang skillig. Ich warte jetzt extra, denn das Ding geht eh da hinten weg. So, dann geben wir halt nochmal da drauf. Oh nein. Oh, diesmal hat's geklappt. Kamera ändern. Hechtsprung. Seitsprung meine ich. Dreisprung. Hechten. Gut. Wie gesagt, da bin ich mal YOLO-mäßig. Oh, habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr das gesehen? Spaß. Ja, ich bin manchmal so ein Kackangeber. Das ist auch ein klitzekleiner Nachteil bei mir. Aber ich kann mich auch gut beherrschen. So, bis dahin haben wir jetzt wieder alles. Irgendwie zwinge ich das Spiel auf 100% zu spielen. Ich zwinge mich irgendwie dazu, weil ich das noch nie geschafft habe. Auch wenn es einfach ist, ich weiß, Leute. Ich war früher nie so ein 100% Spieler. Das bin ich erst, seit ich älter geworden bin, geworden. Weil es einfach anspruchsvoller ist.
Und man kann halt bei Freunden angeben. Kennen bestimmt einige von euch. Und wie soll man einmal der besten Skiller sein, wenn man nicht mal was wagt? Okay, der Beste will ich eh nicht sein. Ich will einfach nur... Scheiße. Gott sei Dank hast du es überlebt. Ja, ich muss auch mich daran gewöhnen, kommentieren und gleichzeitig gut zu spielen. Auch wenn ich einfach nur auf das Spiel gucken muss und einfach meinen Gefühlen vertrauen muss. Was ich ja gerade nicht mache. Und einfach mal auf die Musik konzentrieren. Ach man. Sag meinen Eltern, dass ich sie liebe. Das war gut. So, jetzt habe ich die Wahl. Entweder springe ich da zurück oder ich mache einfach da. Oder ich laufe einfach da zurück. Dankeschön, ich sehe doch nichts. Da empfehle ich die Mario-Kamera. Bin ich jetzt aber zu faul für. Oh Mann, ich wollte eigentlich nicht so einen langen Part machen. Oh, Mario, zwingst du mich dazu, dass ich böse werde? Ich bin jetzt voll nervös, ey, obwohl das erste Castle ist. So. Das ist auch eine böse Stelle. Gut gemacht. Ja, ich empfehle immer, Vorsicht zu geben. Entweder ich bin jetzt der totale Skiller oder ich mach's langweilig. Ich mach's langweilig. Ich hab keinen Bock zu sterben! Der Castle und ich raste schon so komisch aus. Ich bin echt bescheuert. Ich muss ja so hoch. Aber irgendwie. Doch, mein Controller spinnt und da hinten habe ich eine Coin vergessen. Ich penne. Scheiße. Unnötige Spannung, Leute. Unnötige. Nee. Mein Controller läuft automatisch nach links. Nach links. Aber ich habe es keinen Bock, einen Schmidt zu machen. Ich wag's einfach. Boah. Okay, Leute. Wenn ich das schaffe, dann hör auf, nach links zu laufen, Idiot. Dann kriege ich doch ein Like, oder? Dann habe ich doch ein Like verdient. Boah. Morgen guck ich mal nach deinem Controller, ey. Das ist ja richtig scheiße gerade mal. Nee, diesmal gehe ich wieder hier lang. Hier fühle ich mich ein bisschen sicherer. Habt ihr gesehen, der ist automatisch gerade gelaufen. Also so leicht. So, der Stern ist erschienen. Wisst ihr was, Leute? Vertrau mir jetzt einfach. Zack. Vertraut euch einfach, Leute. Gebt euch einen Ruck und sagt einfach, ihr seid der Beste. Dann wird das schon. Ne, Mario? Juhu! Juhu! Speichern und zum Bowser gehen. Boah, geile Arena. Tja, Mario, Pech gehabt. Die Prinzessin ist nicht hier. Und wird auch nicht so bald hier. Also wird auch nicht so bald hier sein. Es wird dir niemals gelingen, mich von hinten zu packen und zu werfen. Da müsste schon ein wahrer Held kommen. Keine Wurst. Vielleicht gehst du besser wieder nach Hause und reparierst weiter kaputte Rohre oder deine Toilette, als dich mit mir zu messen. Ach ja, und du solltest mal auf so eine Online-Dating-Seite gehen und nicht irgendwie meine Prinzessin als Clown. Nicht nur du kannst das, mein Freund. Das kann jeder Mensch. Aber du bist ja keiner. Du bist nur ein scheißstacheliger Cooper. Und ich bin ein dummer Noob, der nicht werfen kann. Kann er hier diese Druckwelle? Ja, kann er. Scheiße. Eigentlich gibt es eine Möglichkeit. Ah ne, das ist beim Endboss. Endfight. Vielleicht sollte ich das nicht so übertreiben. Oh ja, ich liebe es, alles in die unnötige Länge zu ziehen. Vielleicht schaffe ich es ja, bei 30 den Part zu beenden. Bei 30 Minuten, perfekt. Geh mal weg. Danke. So, dann schmeiße ich dich jetzt gegen. Nee, andere Kamera nicht. Bin ich dumm? Man kann im
Man könnte den eigentlich sofort wieder packen. Ich bin gerade irgendwie zu bescheuert. Ja, reicht's jetzt mit dir? Stirb! Bam! Gibst du schon auf? Hä? Offensichtlich war ich ein wenig unachtsam, aber ich habe immer noch die Prinzessin und die Powersterne meiner Gewalt. Und ich werde niemals auf eine Dating-Seite gehen, denn Peach ist immer noch die Beste. Ich werde dafür sorgen, dass du keine weiteren Sterne erlangen wirst. Unser nächstes Treffen wird einen anderen Sieger haben, bestimmt. Peach, ich komme. Ach. Ich bin nicht nur ein Klempner, ich bin auch ein Held. Und ein YouTuber. Die haben immer Special-Kräfte. Aber das Bild sieht trotzdem geil aus da hinten, auch wenn es mir ein bisschen Angst macht. Spaß. So, das war's mit dem Part. Wenn es. Habt ihr gesehen, der läuft immer so hier so. Hoffentlich ist der Controller nicht kaputt, da muss ich mit Tastatur spielen, weil ich auf dem Emulator zocke. Ja. Da ist schon wieder ein Yoshi-Bild. Richtig geil. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren und so weiter und so fort. Feedback könnt ihr auch geben. Das wäre ziemlich geil von euch. So, meine Freunde, das dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.